schon krass, ne? Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wo sie bei unterwegs war, das ist schon, da kommt kaum jemand ran so, ne? Die Frage ist ja, ob sie bald langsam mal fertig ist. Also durch mit allem. Wir gucken uns ein paar Bewerbungsvideos an, würde ich sagen, oder? Habt ihr Bock drauf? Es ist ja noch ein bisschen Zeit, aber die ersten Bewerbungen sind schon raus und ich würde sagen, wir checken das Ganze mal aus. Wir starten mit dem Bewerbungsvideo von Affe auf Bike. Folge ich schon sehr, sehr lange. Habe ich damals über TikTok entdeckt und dann habe ich auch die anderen Kanäle mir angeguckt. Und genau, aber wir gucken einfach die Bewerbung an. Sie wird sicherlich ein bisschen was zu sich erklären. Seven Bros. Wildcard, meine Bewerbung für Seven Bros. Wild Staffel 3, 35 Liegestütze. 35 Liegestütze, jetzt bin ich ja mal gespannt. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute aus den USA mit meinem Bewerbungsvideo hier für Seven Vs. Wild. Ich, keine Ahnung, bin halt heute Nacht ganz normal am Campen mit meinem Motorrad. Wisst ihr, was das Schlimmste an der Situation ist? Die haben uns einfach 0 Grad. Ich habe keine Socken mehr. Junge. Boah, ohne Socken in Schuhen ist richtig ekelhaft, finde ich. Boah. Das geht gar nicht. Und dann noch so Lederbotten, Alter. Stell dir mal vor, ihr macht eine Wanderung ohne Socken in Stiefeln. Stinkt einfach abartig. Ich würde sagen, ich stelle mich morgen mal in Ruhe vor und lege mich jetzt zu Bett. Peace out. Good night. Guten Morgen. ich melde mich wieder zurück. Ich habe gut geschlafen. Und ich würde sagen, ich fange direkt mal an mit den kleinsten Fakten über mich. Ich bin 23 Jahre alt. Aha. Fahre seit 4 Jahren mit meinem Motorrad um die Welt. Ich begebe mich gerade mit meiner Harley vom südlichsten... Oh, geil, ne? Was ist das? Island, ne? Fuck, Alter, Island. Ich will noch nicht zu viel sagen, aber da habe ich... Da ist noch so ein... Da ist so eine Projektidee hier oben drin noch. Mal gucken, aber vielleicht... Ich weiß noch nicht. Punkt der USA zum nördlichsten hoch nach Alaska. Ach, krass. Und würde sagen, ich stehe jetzt mal gemeinsam... Hey, dann ist sie ja quasi schon in der Region demnächst. Sie fährt nach oben in den Norden, aber wo ist sie jetzt gerade? Weiß das jemand? Schau mal, dass ich mal morgendlichen Sport begehe. Ich sag mal ganz ehrlich, Freunde, gibt doch auch nichts Geileres, als wieder in seine stinkenden Schuhe mit seinen stinkenden Füßen reinzugehen und Sport zu betreiben. Lieben wir. Lieben wir. Aber da ich euch gerade relativ spontan, Bruder, geh doch rein, mitnehme und in diesem Video ja die Fitness abgefragt werden muss, wird jetzt hier Liegestütze betrieben und ein bisschen, weiß ich auch noch nicht genau was, vielleicht Baumstämme gefunden, um hier, keine Ahnung, Klimmzüge zu ziehen. Let's go. Ich bin hier. Okay, was, wie, wo? Ich kann nicht ganz folgen. Wir gucken einfach mal weiter. Jetzt eben mal ein Stückchen weitergelaufen, an den Fluss runter. Zum einen kann ich hier gleich mein morgendliches Trinkwasser schlürfen, zum anderen meine Fitness beweisen. Let's go, lass uns Liegestütze durchziehen. Was sind viel für eine Frau? Keine Ahnung, 20, 30? Ich probiere mal aus. Gut, während ich hier meine Liegestütze mache, werde ich mal ganz... Okay, sie macht jetzt Liegestütz. Ganz kurz und knapp mit euch darüber reden, was mir bei so einem Projekt wohl am meisten Angst machen würde. Ganz klar zwei Sachen. Einmal Gewicht. Ich wiege momentan 53 Kilogramm. Das heißt, ich muss auf jeden Fall Fallen bauen, als auch Fische fangen, um mich irgendwie zu versorgen. Denn ansonsten gehe ich da mit stabilen 43 Kilogramm raus. Und chillig. Da ist dann gar nichts mehr da. Das ist alles andere als gesund. Ich denke auch, dass ich dazu in der Lage bin. Dennoch ist das eine Sorge von mir. Die zweite Sorge von mir ist die, dass ich einmal im Monat meine Tage bekomme und die Wahrscheinlichkeit bei 14 Tagen 50-50 ist, ob ich meine Blutung bekomme. Und die Blutung, die kann Tiere anziehen, unter anderem auch Bären, die denken... Krass, da habe ich natürlich noch gar nicht dran gedacht, dass das ja eventuell die Bären anziehen können. Ist das so? Könnten, du bist Aas und darauf habe ich natürlich gar keinen Bock. Warte mal, was? Hat sie gerade gesagt... Dass wenn die Frauen ihre Tage haben, das für die Bären so riecht, als wäre es Aas, also verweste Tiere. Aber ich meine das, warte mal, wo war denn das? War das in Französisch-Guyana? Da haben wir, ich glaube es war Französisch-Guyana. Wenn nicht, muss ich Otto nochmal fragen. Wo der eine Typ erzählt hat, dass die da einen Jaguar, scheiße, ich weiß nicht, haben. Und dass Frauen, wenn sie ihre Tage haben, nicht in den Wald gehen oder sowas? Wie ist denn das? Aber ich habe sowas schon mal gehört. Dass das generell, wenn Frauen ihre Tage haben, Wildtiere anlocken kann. Also so Raubtiere-mäßig. Puh. Meine Nase ist wieder frei. 35 Liegestütze sind erledigt. Weiter geht's. Ich werde jetzt nochmal gucken, ob ich mich irgendwie, also ich klinge komisch, aber irgendwo hochziehen kann. Ich finde, wenn man sich hochziehen kann, beweist es auch einiges an Stärke. Ah, hier gibt's ja vielleicht sogar... Ja, Alter. Direkt morgendliches Frühstück, meine lieben Freunde. Bären. Da ist jemand sehr übermotiviert. Na, es sieht ganz schön abgegammelt aus. Ich glaube,
Das sieht eher schlecht aus. Schaut an, was ich gefunden habe. Ist das nicht der perfekte Klimmzug? Oh Gott, das sieht aus, als ob das durchbricht, wenn ich mich ranhänge. Aber let's try it out. Ah, das ist auch ein super Zeitpunkt zu sagen, warum ich der perfekte Wildcard-Kandidat bin. Aus dem Grund, dass ich auf meiner Reise... Ja, Kinn muss schon mal mindestens rüber beim Klemmzug, ne? Aber krass, ich kenne wenige Frauen, die überhaupt einen Klimmzug schaffen. Klimmzug ist ja schon nochmal so eine Sache, du musst überhaupt erstmal einen schaffen. Es gibt viele, die, auch Männer, das ist ja geil, Männer, Frauen, die halt nicht mal einen schaffen, aber sie, ja. Also jeden Tag neue Leute kennen, habe ich einfach gelernt, mit jedem zu können. Und wir wissen ja nicht, wer der andere ist. Deswegen ist es super, weil ich kann mit jedem. Was ist das denn? Ist das hier so ein Body-Ding oder was? So ein Top, was hier noch einmal unten sich durchschlängelt? Top. Ein weiteres Kriterium für die Auswahl bei Seven vs. Wild war neben der Fitness eben auch Feuer machen. Deswegen lass uns ganz fix einmal gemeinsam Feuer machen. Ja. Trockene Rinde, Leute. Perfekt. Als Anzünder, also trockene Blätter. Trockene Rinde ist perfekt als Anzünder? Wäre mir jetzt aber neu. Aber wo, wie hast du jetzt Feuer? Achso, mit Feuerzeug, okay. Gut, kannst ja eine Flasche reinpacken. Ja. Es brennt. Ich denke, das war's mit meiner morgendlichen Einheit. Ich vermute, es ist Zeit, mich mal etwas intensiver vorzustellen, wer ich bin, was ich mache, wie ich dazu in meinem Leben gekommen bin und weshalb ich denn für Seven Wheels Wild geeignet bin. Aha. Ich bin damals, als ich 19 Jahre alt war, schwer krank gewesen, habe mehr oder minder um mein Leben gekämpft und für mich damals entschieden, okay, ich möchte die Welt entdecken, ich will Abenteuer erleben, denn das Leben kann unfassbar schnell vorbei sein. Nach meinem Abitur habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich werde losziehen. Ich hatte 400 Euro, was natürlich nicht viel Geld ist, wo ich schon sehr schnell lernen musste, in und mit der Natur zu überleben. Mhm. Heute, 4 Jahre später, bin ich auf nahezu jedem Kontinent gewesen, bin mit meiner XT damals in der Westsahara unterwegs gewesen, bin durch Südamerika gefahren. Das ist schon krass, ne? Wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, wo sie bei unterwegs war, das ist schon, da kommt kaum jemand ran so, ne? Oder? Also, weil sie ist ja quasi dauerhaft einfach irgendwo über Wochen, Monate weltweit unterwegs. Die Frage ist ja, ob sie bald langsam mal fertig ist. Also durch mit allem. Guck mal, Südamerika war sie. Sie war auf Island. Afrika hatte sie gerade gesagt. Sie ist jetzt Amerika, Nordamerika. Man war hier in Chile und Argentinien unterwegs, war in Thailand, als auch auf Island unterwegs und jetzt zuletzt eben in der USA. Ja. Wo willst du da noch hin, ne? Ja, gibt noch was, aber. Ja. Ich schlaf jeden Tag in meiner Hängematte oder in meinem Zelt. Alter. Was? Ist das Sonnenbrand oder ist das irgendwie schon Frost? Fische als auch schieße in letzter Zeit mein Essen selbst. Keine Ahnung, ich würde denken, dass ich deshalb ein relativ guter Kandidat bin. Ich bin sicherlich kein Profi, aber dennoch habe ich die Erfahrung und denke ich auch die Eier dazu, in der Natur zu überleben. So viel zu mir als Person. Ich werde jetzt ganz entspannt all meine Sachen zusammenpacken, mich in den Offroad-Bereich bewegen und euch mit durch meinen Alltag nehmen. Ist das hier überhaupt eine Harley, ne? Boah, ich hasse Bananen, ne? Was? Okay, raus. Jetzt ist er raus. Wie kann man Bananen hassen? Die gute alte Turbo-Banane, die Staubanane, beste. Banane ist mit das beste Obst. Aber Bananen sind gut, denn ja, die braucht man. Ja. Ein bisschen Energy. Ha, guck mal, da kommt gleich ein dickes Auto. Hm. Die hier, ich glaube, Wind passt auf jeden Fall. Touristen, ich weiß nicht, Touren oder sowas angeboten. Hey! Chillig. Ich glaube, den habe ich gestern schon getroffen mit seinem pinken Auto. Ja. Warum ich angehalten habe? Ich musste mal wieder pinkeln. Fast eingepinkelt. Ey, hattet ihr schon mal eine Blasenentzündung irgendwie von einem Monat? Oh, geil. Ich friss einfach so eine Banane. Hattet ihr auch schon mal eine Blasenentzündung über einen Monat? Nicht so geil, ne? Aber egal, ich mache jetzt erstmal Liegestützen, Feuer und fahre hier weiter, ne? Tschüss, moin! Erstmal eine Banane. Naja. Da unten sieht's nach Wasser aus. Waschen, waschen, waschen. Ey, ist ja so geil bei den Videos, dass ihr mich nicht riechen könnt, ne? Let's get fresh. Wer würde auch mal gerne unterm Arm schnuppern, sagt ehrlich, Chat? Wer würde? Die Frage ist jetzt nur, wo ist der Punkt, bei dem es ja in der Bewerbung darum ging, etwas zu machen, was sie zuvor noch nie gemacht hat, irgendwas das erste Mal zu machen. Das war ja die Idee so ein bisschen der Bewerbung.
Kam das jetzt drin vor oder habe ich das verpasst? Nach der perfekten Badewanne sieht das aus. Da. Aber gut, bei ihr ist im Endeffekt ja jeden Tag irgendwie das erste Mal irgendwelche Sachen machen, ne? So ein bisschen, ich meine, wenn sie fährt gerade erstmal oben weiter Richtung oben nach Nordamerika, so, ne? Die Liegestütze? Die Liegestütze? Sie hat das erste Mal Liegestütze gemacht in ihrem Leben? Nee, das glaube ich jetzt nicht, oder? Sie wäscht sich, Leute. Ah, ganz frisch aus den Bergen kommt das Gute her. Das ist mal wieder schnell aus meiner Nase. Ich bin immer noch komplett erkältet, ignoriert. Erwartet keine rasierten Körperstellen von mir. Seit eineinhalb Monaten lebe ich wieder in meinem Zelt und ich habe keine richtige Dusche gehabt. Das heißt, ja, irgendwie bin ich auch nicht zum Rasieren gekommen. Deswegen, das ist die Realität. Ich habe jetzt hier meine Klamotten, will die eigentlich einmal waschen, denn die stinken. Also einmal meine Socken und die Achselpartie von dem T-Shirt hier. Für mich geht's wieder weiter, frisch gewaschen und mit frischen Klamotten, wo ich heute schlafe. I don't really know. Ihr habt hier jetzt schon einen kleinen Einblick in meine Reise gesehen. Ich befinde mich gerade in Arizona und im Süden Utahs. Ich werde ab jetzt wieder zweimal wöchentlich. Warte mal, guck mal, sie, habe ich das richtig verstanden? Sie ist an der Ostküste gestartet, ne? Arizona? Arizona ist doch schon hier drüben, oder? Ist das nicht hier schon hier drüben, Arizona? Ist nicht Las Vegas in Arizona? Ist ja nicht so, als würde ich morgen rüberfliegen. Aber glaub schon, ne? Das heißt, sie hat ja schon die Hälfte der Strecke. Ist Vegas, Nevada. Ja, ja, okay. Ja, okay, Nevada ist das. Ja, ja, stimmt. Ja, vielleicht habe ich da ein bisschen geografischen Nachholbedarf. Die einzelnen Staaten kriege ich noch nicht so ganz hin. Ja, ja, hups. Ich ein Video hochladen zu meiner Reise von Key West hoch nach Alaska. Macht's gut und haut rein. Okay, Leute. Ja, ich würde jetzt mal die Sache mit dem irgendwas Neues machen, mal bei Dashl außen vor lassen, weil im Endeffekt die Reise, die sie, auf der sie gerade ist, sie jeden Tag irgendwas Neues macht. Wir werden das so machen, wie wir es auch im letzten Jahr gemacht haben. Wir gucken uns einfach hier und da ein paar Bewerbungen an. Und um so ein Gefühl von der Community zu kriegen, machen wir einfach jedes Mal eine kleine Abstimmung, ob ihr die oder den Bewerber dabei haben wollt oder nicht. Also wie viel Leute haben Bock, dass sie mit dabei wäre. Oder wie viel nicht? Also ich glaube auf jeden Fall, dass sie sehr, sehr, was diesen ganzen Outdoor-Kram angeht, sehr leidensfähig ist, sag ich mal. Ich glaube, dass so das Thema Nässe, was ich, Körpergeruch, whatever, ich glaube, das stört sie alles nicht. Da hat sie gar kein Problem mit. Ich denke, was halt der Punkt ist, aber es hat sie auch selbst gesagt, so Survival-Techniken im Sinne von, keine Ahnung, was auch immer, so Shelterbau oder sowas, hat sie wahrscheinlich eher weniger Erfahrung, aber ist auch eine Sache, auf die man sich noch vorbereiten kann. Aber sie ist natürlich super krass mit der Natur irgendwie verwurzelt durch ihre ganzen Reisen. Ne? Also, würde auf jeden Fall passen. 82% sagen, jo, ab auf Bike, wollen wir sehen. Ja, danke dir auf jeden Fall für deine Bewerbung. Daumen nach oben. Und wir gucken uns weitere Bewerbungen an.